Ich möchte auch kurz zeigen, wie man die Schulmails mit einem NAP-Gerät synchronisieren kann. Für das muss ich da auf Einstellungen. Und dann da weiter runter suchen gehen, wie sie finde, Mail, Kontakte, Kalender. Und dann hat es da verschiedene Accounts und ich kann da einen Account hinzufügen. Ich wähle da einen Exchange-Account aus. Das ist wichtig, das muss man wissen. Also Exchange auswählen. Und dann das Einzige, was es braucht, ist die E-Mail-Adresse. Da wäre jetzt in dem Fall Schüler 01 at schalt.ch und das Passwort ist Zugang 01. Beschreibung. Es kann Exchange sein oder es könnte da auch Schule heißen. Ich kann eine eigene Beschreibung auswählen. Ich sage weiter. Natalie Höckli. Jetzt kann ich noch sagen, ob ich nur Mails synchronisieren möchte oder Kontakt auch, Kalender auch. Ich könnte da also auch anhöckeln. Erinnerungen. Und dann wird da noch gefragt, wie möchten Sie mit auf Ihrem iPhone vorhandenen lokalen Kontaktdaten verfahren. Die wird die natürlich behalten. Im Kalender auch. Im iPhone behalten. Also sichern und dann wird das Konto hinzugefügt. Das war auch schon alles gewesen.